Also wir wissen irgendwie, dass ein gewisser Alan Cedric einen Schlüssel hier hat, aber wir wissen nicht, wofür der ist. Das ist natürlich auch wieder schön, ne? Nein! Oh mein Gott, ich habe die Tür geöffnet, ohne zu hören. Das ist ganz fatal. Haben wir eigentlich noch dieses Ding da? Dieses komische... Ja, wir haben den Zahn noch, okay. Also, nur kurz, um es Bescheid zu geben. Manchmal kann es sein, dass hinter der Tür was lauert. Und deswegen soll man immer vorher lauschen. In dieser Röhre steckt eine Nachricht fest. Es muss einen Weg geben, sie herauszuholen. Und wie? Soll ich die denn da rausholen, Alter? Woher soll ich das denn jetzt wissen? Schutt und noch mehr Schutt. Nichts Nützliches. Was hat hier? Dritter Versuchsbericht. Die Auswertung des Experiments, das von den Ärzten mit Berenice Prestigard durchgeführt wurde, durch den Krankenhausdirektor. Patient Ariadne Legrand. Therapeut Dr. Alan Cedric. Ich hab's doch geradeaus. Rainy, Rainy, vielen, vielen Dank für 3 Monate, aber erstmal vielen Dank für den Resub, Mann. Sei gegrüßt, ey. Eigentlich hab ich... So. Untersuchung des von Dr. Berenice Prestigard durchgeführten Experiments durch Direktor Edward Saunders. 5 Patienten aus der Versuchsgruppe sind verschwunden. Alle bis auf die ursprüngliche Testperson, Ariadne Legrand Ainsburg. Ich weiß nicht, ob sie entkommen sind oder ob die Mauern sie verschluckt haben, aber sie haben keine Spuren hinterlassen. Auch der Sicherheitsdienst hat keine auffälligen Vorfälle registriert. Ich habe die Ärztin, die das Experiment durchgeführt hat, gesucht, um sie darüber zu informieren, aber sie ist nirgends zu finden. Als ich Ariadne fragte, ob sie es gesehen habe oder ob sie sie gesehen hatte, schüttelte sie den Kopf und fragte mich, ob sie endlich dort sei. Überhaupt nicht creepy oder so. Ich fragte sie, was sie meinte, aber sie sagte nichts mehr. Es war unmöglich, sie zu kontaktieren. Ich habe ein schreckliches Gefühl bei dieser Sache. Kenne ich irgendwoher diesen Satz? Okay, das ist ja auf jeden Fall interessant. Also, Frau Berenice war auf jeden Fall verschwunden. Leider nichts über Berenice Prestigard. Warte mal, sind wir dann vielleicht in einem Raum, wo... Was ist das hier? Die Vegetation ist sogar bis hierher vorgedrungen. Ja. Ist das der Typ, wessen Schlüssel wir gerade gefunden haben? Dr. Jeremy Hartwood, Alter. Hartholz, Junge. Der Jeremy Hartholz. Der hat da das Hartholz in der Box. Gründer dieses Instituts. Er war einer der ersten Psychiater, der sich um die Rechte und das Wohlergehen der Patienten sorgte. Meine Freundin hat mir von ihm erzählt. Ich verabschiede mich mal Fußball gucken. Nein, ins Bett natürlich. Gute Nacht. Alle zusammen. Hau rein. Schlaf schön. Komm gut ins Bettchen. Und Chaoswuchs, guten Abend. Moinsen. Moinsens. Okay, hier haben wir noch ein Dokument, das Diplom in Psychiatrie von Dr. Edward Saunders, dem Direktor des Krankenhauses. Es war zu seiner Zeit relativ berühmt. Er war zu seiner Zeit relativ berühmt. Okay, wir halten fest, wir brauchen ein langes Stäbchen, um hier reinzukommen wahrscheinlich, oder? Das muss doch irgendwie funktionieren, da irgendwie was kaputt zu machen. Oder irgendwie zu interagieren. Oder wir müssen das Ding erst aktivieren. Die Rohrpost irgendwo anders. Kann auch sein. Okay, weiter geht's. Oh Gott! Fuck you! Wir müssen uns verstecken. Ja, ich bin ja dabei. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alter. Ey.
Aber ist euch das mal aufgefallen? Die haben das Quicktime-Event haben die vereinfacht, ne? Dieses rote Dingsbums, was da irgendwie angezeigt wird, das gab's vorher nicht, glaube ich. Das gab's vorher nicht. Also das markiert, glaube ich, wann ich ungefähr die Taste drücken muss. Die haben das ein bisschen vereinfacht. Alter, ey. Ja, was war das? Ja, das sind halt eines dieser Random-Events, die halt immer wieder in-game auftauchen. Sind bestehend aus verschiedenen Quicktime-Events und sowas. Und da musst du halt das... Immer, ich hasse diese Events. Die sind zum Kotzen, die Scheißteile. Right. Boah, sie hat das Schloss entfernt. Jetzt gehen wir aber richtig ran hier. Wo sind wir denn jetzt? Wow. Ja, und jetzt? Wir haben immer noch... Ah, doch, wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel, klar. Können weiterkommen, glaube ich. Vielleicht ist das von diesem Raum hier der Schlüssel. Wenn es langweilig, wenn es vereinfacht wurde, ich bin schon relativ froh darüber, weil sonst wären wir wahrscheinlich jetzt wieder tot gewesen. Nice one. Ja, nice. Auf geht's. Warte, ich höre nochmal. Okay. Namen Chocolate. Neuer Raum, Baby. Notizen von Dr. Alan Cedric. Dr. Prestegard hatte recht. Anfangs war ich skeptisch gegenüber ihrem Experiment. Warum all diese Ressourcen verschwenden, um einem kranken Mädchen zu beweisen, dass das, was sie zu sehen behauptete, auf eine abnormale Funktion ihrer Psyche zurückzuführen ist. Doch alles machte Sinn. Als sie dem Patienten das Lied in der Spieluhr vorspielte und als die Ärztin selbst begann, ihre eigenen Erfahrungen zu beschreiben. Der rapide geistige und kognitive Verfall und die Halluzinationen, unter denen die Versuchspersonen in der Versuchsgruppe litten, konnten nicht mehr ignoriert werden. Wir sind nicht nur mit einer neuartigen Erkrankung konfrontiert, sondern konnten auch beobachten, wie die beschriebenen Auswirkungen auf das Krankenhauspersonal übergegangen sind. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir es mit einer ansteckenden psychischen Erkrankung zu tun. Ein Nobelpreis auf dem Silbertablett. Angesichts der Ergebnisse... Ja, wer glaubt denn so eine Scheiße? Wie willst du dafür einen Preis abergattern, Alter? Angesichts der Ergebnisse verwirren die Fakten jedoch meine Erwartungen. Das Lied zerstörte völlig ihren Verstand und trieb sie alle in den Wahnsinn. Das ist etwas, was sie den Daten nach all gemeinsam haben. Außer Ariadne. Dieses Mädchen ist die einzige aus der Gruppe, die noch bei uns ist. Ihre Zelle ist die einzige... ja, was ist die einzige? Achso. Die frei von schrecklichem Geschrei ist. Und ihr Verhalten ist das einzige, das sich nicht geändert hat. Sie ist die einzige, die unversehrt geblieben ist. Und sie zeigt immer noch dasselbe Verhalten wie vor dem Experiment. Ich glaube, Dr. Prestegard hatte recht mit den Gründen dafür. Aus Ariadnes Akte geht hervor, dass sie dem Lied ausgesetzt war, als sie kaum ein paar Monate alt war. Sie war ein Baby. Ihr Verstand eine leere Leinwand, die erst befüllt werden musste. Nicht so wie wir. Wir sind daran zerbrochen oder werden es noch. Ariadnes Verstand ist wie ein junger Baum, der sich unter enormen Kräften biegt. Er ist nicht gebrochen, sondern eher anders gewachsen. Er hat sich verformt und kann deshalb nicht mehr gebrochen werden. Das Lied, die dunkle Gestalt, des schrecklichen Visionen und die Träume sind für sie einfach normal. Ihr trägliches Leben, seit sie sich erinnern kann. Wenn ich nur Dr. Prestegard finden und ihr sagen könnte, dass ich recht hatte, es gibt keine Lösung. Was wird aus uns allen werden? Ja, Weltuntergang. Ganz klar. Weltuntergang. Was erwartest du bitte, Alter? Ups. Stethoskop? Ein medizinisches Experiment. Instrument zum Abhören von Herz und Lunge. Oh. Ich hoffe, dass ich damit die Dinge hören kann, die ich sonst nicht hören kann. Okay. Oh, damit können wir bestimmt an den Gummizellen lauschen, oder? Da können wir bestimmt an den Gummizellen mit lauschen. Jetzt kommt die Gummizelle rum, immer. Alte Medizinbücher, wir alle haben großes Glück, dass sich die Wissenschaft seit damals so weiterentwickelt hat. Geilo, Alter. Geilo.
Was ist hiermit? Spiel einfach eine Schallplatte, interessiert keine Sau. Auf dem Tagebuch steht Dr. Alan Sedgwick. Das Buch ist so hinuntergekommen, dass dies wahrscheinlich der einzige lesbare Text ist. Wow. Natürlich. Was ist denn hiermit? Kann ich auch nichts machen. Hier haben wir wieder so ein Rohrpostding. So, in diese Tür kamen wir vorhin noch nicht rein. Oder gestern oder letztens. Die war noch abgeschlossen. Ja, da sollten wir auch immer noch nicht rein in diese Tür. Not that way. Kann sie nicht aufschließen. Komplett abgeschlossen. Kannst du komplett vergessen. Also. Wir könnten jetzt runter in die Zellen gehen, aber ich weiß halt nicht, was das bringen soll. Was wir da hören können, also ob das was ändert. Müsste man halt ausprobieren, ne? Hier waren wir halt auch überall schon, ne? Irgendwas müssen wir doch jetzt vorhaben hier, oder nicht? Aber ich habe gar keine Ahnung, was? Eingangshalle. Warum haben wir hier Puzzle-Dinger? Hä? Was zum Teufel? Was für Puzzle? Hat da etwa jemand eine Puzzlebox hinterlassen? Um uns einen Streich zu spielen? Ein Herzinfarkt einfach. Da musst du echt aufpassen, dass du keinen Herzinfarkt bekommst. Ich glaube, Leute mit Herzproblemen sollten das nicht spielen. Ohne Witz. Also manchmal ist das so übertrieben. Heilige Scheiße, ey. Heiliger Mohammed, ey. Oh, schön, ey. Mohammed Cheng, Junge. Mohammed Cheng, ey. Wo haben wir jetzt hier ein Puzzle? Da unten. Nein, das nochmal. Hä? Was genau soll hier jetzt für ein Puzzle sein, bitte? Ist ein Bug bestimmt, oder? Ich weiß halt immer noch nicht, wo wir hin sollen. Also, ja, ich würde jetzt einfach mal... Ey, jetzt rast ich aus. Jetzt habe ich die Schnauze voll, ne? Hallo, guten Tag, hier ein Sub. Ja, danke, Baldo, aber ich dachte, ich hätte die Alerts sonst ausgemacht. Trotzdem, Baldo, danke für 6 Monate. Vielen herzlichen Dank. Willkommen zurück, Mann. Dankeschön. Dankeschön. Sorry, Leute. Sorry. Entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte. So, ich werde mir jetzt mal Glück versuchen, nach unten zu gehen. Aber das macht man, das haben wir doch irgendwie anders gemacht, oder? Wie kommen wir da runter? Konnten wir hier die Tür aufmachen? Ja, hier war doch abgeschlossen, oder? Ja. Wir müssen einmal komplett mit dem Aufzug, oder nee, wir müssen auf der anderen Seite rum und dann irgendwie... Wie ging das noch? Wie komme ich denn nochmal da runter? So dumm. Ich bin ja schon unten. Also fast. Ich muss hier einmal durch die Tür und dann da hinten durch die Tür. Oh, diese scheiß Puppen jedes Mal, ne? Irgendwann werde ich mich einfach anspringen. Und dann werde ich einfach...
Komplett ineinander zusammenzucken. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir halt hier mal hier hören können, ne? Man hört halt nichts. Oh, man hört doch was. Sie hat das Ding einfach aufgesetzt jetzt. Nice. Wahrscheinlich müssen wir müssen bestimmt die Zelle von der guten Ariadne finden, oder? Da ist hier überall was drin. Was soll der Mist? Alter. Da ist nichts drin. Okay. Okay. Soll ich diese Zeichnung mitnehmen und für später aufheben? Was ist daran so schlimm, diese Zeichnung mitzunehmen? Warum ist das jetzt so eine wichtige Entscheidung? Ich möchte sehen, was da drauf gemalt ist. Also ernsthaft jetzt? Lieber nicht. Ariadnes verlorene Zeichnung, Sammelobjekt, die Darstellung einer Szene, die sich ereignet hat. Oh oh. Spritze, ein Instrument zur Injektion von Medikamenten. Was wollen wir damit? Sie ist ziemlich groß und sieht so aus, als wäre sie oft benutzt worden. Sie hatten keine Einwegspritzen. Alter! Ja, und jetzt? Warum haben wir diese Spritze jetzt aufgenommen? Warum haben wir diese Spritze jetzt aufgenommen? Was wollen wir damit? Irgendwas sollen wir damit machen, aber ich habe absolut keine Ahnung, was. Und dann haben wir halt wieder noch diese Malerei. Wo sind die hin? Toll. Können wir uns nicht mal mehr angucken oder was, Alter? Ah, doch, da. Einsehen. Warum haben wir dafür jetzt unseren Zahn abgegeben? Der uns eigentlich geschützt hat. Nicht so schlau. Leichenhalle. Was will ich in der Leichenhalle? Kannst du komplett vergessen. Skola, Hallöchen. Hi. Leichenhalle. Ich weiß halt nicht, wo unser Anhaltspunkt ist. Wir haben hier oben, haben wir halt immer noch dieses Gerät, also dieses Grammophon. Und in diesem Zimmer waren wir noch nicht. Da ist dieses Verhörzimmer. Da müssen wir auch irgendwie rein. Da sollten wir vielleicht mal gucken. Können wir doch bestimmt nach oben mitfahren, oder?
Super Fahrstuhl nach wie vor. Ein zweites Mal damit fahren, gute Idee. Tot. Es sieht absolut nicht vertrauenswürdig aus. Nein, bitte stirb nicht. Alter, ich dachte gerade, sie ist tot. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Okay, wir müssen da rechts in die Tür rein. Oh! Ich weiß gerade nicht, ob ich wegrennen soll oder nicht, Alter. Thank you for existing. Oh. Hör auf! Du machst mich wahnsinnig! Oh, hier kommen wir nicht rein. Glaube ich, oder? Wo ist denn das mit diesem Verhörsaal gewesen? Das war auf der Seite hier. Geil. Komplett verlaufen einfach. Okay, gute alte Tür hier. Zack, zeig doch mal her. Also. Welche Tür soll ich hier rein können? Hier kann ich rein? Habe ich halt komplett verscheckt, ne? Wow, Kevin. This room is the same one where Berenice interviewed Ariadne in that film. Wirklich? Das sieht aber komplett kleiner aus irgendwie. Psychiatriebücher, Bücher von der Jahrhundertwende. Zum Glück für sie waren Lobotomien kein Thema, jedenfalls noch nicht. Okay, das ist wieder ein Zettel. Sieht aus, als hätten sie etwas von der Wand abgerissen. Ich frage mich, was? Ja, wahrscheinlich irgendwie ein wundervolles Bild. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Oh. Es ist Slenderman. Wir haben es alle gesehen. Verlorene Zeichnungen. Darstellung einer Szene, die stattfinden muss. Man sieht... Ist das Daniel? Nee, oder? Das ist... Keine Ahnung, wer das sein soll. Da unten spielt auf jeden Fall die Spieluhr. Okay. Wo kommen wir hier jetzt hin? Das ist dann auch wieder so eine andere Frage. Das ist irgendwie so eine Sackgasse. Shit. Tür scheint verriegelt zu sein. Ach, hör doch auf, Alter. Warum sollen wir denn, warum gibt es dann denn überhaupt diesen Raum? Ich weiß gerade nicht weiter. Wir haben die Spritze, wir haben immer noch dieses Stethoskop. Womit wir aber auch nicht so wirklich was machen können. Und wir haben dieses eine Ding in der... Warte mal, vielleicht... Das wäre jetzt aber schon sehr strange, ne? Warte mal. Vielleicht können wir ja wirklich mit der Spritze da dieses Ding rausholen aus der Rohrpost. Das könnte man mal probieren. Hä? Hier war ich noch gar nicht drin?